Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Heute mal Wortmann.de und zwar mit dem Terra PC Gamer Elite 4 BTO für 3.549 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Dieses System wurde mir aber ausnahmsweise nicht in den Videovorschlägen reingepostet, sondern das hat mir ein Mod geschickt. Und der hat gesagt, boah, Alter, das musst du dir ansehen. Und der Kanal hier, der basiert ja mehr oder weniger darauf, dass wir euch warnen vor Systemen, die man sich nicht kaufen sollte. Und genau so ein System ist das schon mal. Natürlich machen wir auch manchmal ein paar Empfehlungen, klar. Aber das hier ist echt so ein System, da muss man sich wieder an den Kopf packen. Das Schöne ist schon mal, sie zeigen nur das Gehäusebild. Also keine verbaute Hardware oder so, was nicht stimmen könnte oder ähnliches. Sondern wirklich nur das Gehäusebild, da kann man sich ein bisschen durchklicken. Das passt schon soweit. Starten wir auch direkt mit dem Prozessor. Das ist ein Intel Core i9 13900K in Klammern F, was auch immer. Dementsprechend nehmen wir jetzt auch den KF, wenn das F da steht, muss man davon ausgehen, dass der Prozessor keine integrierte Grafikeinheit hat. Ihr müsst das Bild sowieso über die Grafikkarte ziehen. Das gilt eigentlich für so ziemlich jeden Gaming-PC, es sei denn, ihr spielt wirklich über die interne Grafik eines Prozessors. Ansonsten hat er 24 Kerne, 8 Performance und 16 Efficiency Kerne, beziehungsweise 32 Threads, 16 Performance Threads und 16 Efficiency Kerne. Für alle, die es noch nicht wissen, ich weiß, ich erkläre es sehr oft, aber ich muss mich halt wiederholen, viele sehen das Video das erste Mal. Die Performance-Kerne sind dafür da, wenn ihr zockt, die schalten sich dann dazu, dass ihr mehr Leistung habt und die Efficiency-Kerne sind mehr so für Multimedia-Sachen. Ihr guckt ein YouTube-Video, schreibt einen Brief oder sonst irgendwas. Ganz grob erklärt, wie es genau funktioniert, das geht zu sehr in die Thematik rein, aber das ist der grobe Überblick. Ansonsten hat er eine TDP von 125 Watt, kann sich aber 253 Watt reinschrauben. Dass wir hier einen K-Prozessor haben, bedeutet für euch aber auch, dass der sich über 300 Watt reinpfeifen kann, wenn ihr ihn übertakten wollt. Das hat auch noch eine Kühler-Thematik hierbei, deswegen sage ich das. Und er unterstützt offiziell DDR5 5600 MTS oder DDR4 3200 MTS. Auch hier, wie immer, bei DDR4 ganz locker 4000 MTS schafft er, bei DDR5 auch ganz locker 7000. Müsst ihr ein bisschen mit den Einstellungen rumspielen, das schafft er. Das ist natürlich neben dem KS immer noch der Top-Prozessor von Intel im Consumer-Bereich. Was Größeres geht einfach nicht. Und wer braucht das schon? Also die Gamer brauchen es nicht. Ich persönlich zocke mit einem 13600 und der reicht ganz dicke. Selbst der 13700er wäre schon ein bisschen viel. Wer jetzt natürlich bereit ist, 3.500 Euro für so einen PC auszugeben, will auch sowas da drin haben. Das verstehe ich dann. Vielleicht rendert ihr auch irgendwas, vielleicht macht ihr CAD oder sonst irgendwas oder Blender. Verstehe ich, okay, aber für den reinen Gamer ist das schon ein bisschen too much. Ansonsten Top-Prozessor, zocken, streamen und so, alles überhaupt kein Problem. Und der kostet 593,99 € bei Octo24. Bevor ich es vergesse, kommen wir auch mal zum Gehäuse. Und zwar ist das ein Cooler Master Cosmos C700P Black Edition Glasfenster. Das ist schon ein krasses Case. Es hat auch eine Mesh-Front. Ich habe mir eben die Bilder hier angeschaut. Die könnt ihr halt nach Bedarf dann abmachen oder wieder drauf machen. Also wenn er geschlossen ist, ist der Airflow natürlich nicht so geil. Wenn er allerdings offen ist, ist es ein gutes Case. Ist auch schweineteuer, aber coole Sache bei 3.500 Euro. Und hier passt die gängige Hardware natürlich rein. Bei den Grafikkarten müsst ihr ein bisschen aufpassen. Maximal 320 mm. Solltet ihr eine Grafikkarte haben, die länger ist, könnt ihr den HDD-Käfig rausnehmen, dann habt ihr 490 mm. Das reicht wirklich für jede Grafikkarte. Ansonsten designtechnisch muss euch gefallen. Ich finde es okay, ich würde es mir vielleicht sogar hinstellen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Das ist schon okay so. Und das kostet auch stolze 389,90 € bei comstern.de. Betriebssystem hätten wir hier Windows 11 Home. Da brauche ich jetzt nicht viel zu sagen. Es ist gut, dass es Windows 11 ist, wegen dem Performance- und Efficiency-Kern. Ansonsten ja, ist halt bei jedem PC eigentlich so dabei. Teilweise auch noch Windows 10. Hier habt ihr noch die aktuellste Variante. Die Home-Version, die Pro, braucht ihr auch nicht unbedingt. Ist schon okay. Und das kostet 55,89 € bei MySoftware. Dann habt ihr noch einen Monat Testversion für neue Microsoft 365 Kunden. Danach kostet es einfach Geld. Deswegen lasst es einfach sein. Schmeißt es runter, wenn ihr es nicht braucht. Nehmt vielleicht eine freie Alternative, vielleicht OpenOffice oder sowas.
Bei dem Speicher haben wir insgesamt 32 GB, also 2x16. Ihr könntet maximal erweitern auf 128, aber 32 dürfte für die meisten auf jeden Fall ausreichen. 4800 MHz DDR5. Da wir nicht genau wissen, was reinkommt, nehmen wir einfach ganz normalen 32 GB DDR5 4800 MTS RAM CL40. Es könnte auch ein CL32er sein, ja klar, aber wir brauchen irgendwo einen Preispunkt. Mal ganz davon ab, dass der RAM sowieso zu langsam ist. Intel selber sagt, 5600 ist so die Empfehlung. Den könnt ihr aber auch mit 7000 betreiben, umso mehr Leistung habt ihr. 4800 ist definitiv zu wenig. Man könnte jetzt natürlich noch drüber lamentieren, dass man da 64 GB reinschmeißen könnte bei dem Preispunkt. Ja klar, aber 32, das ist halt für einen Gamer völlig ausreichend. Also leider zu langsam, von der Menge her aber okay. Und der kostet 95,60 € bei Mindfactory. Was die Gesamtspeicherkapazität angeht, haben wir 2 Terabyte. Jetzt könnte man meinen, es wäre eine M.2 SSD. Ja, mehr oder weniger. Wir haben eine 1 Terabyte M.2 SSD, immerhin PCI Express 4.0 und eine 1 Terabyte HDD hier drin. Auch da wissen wir nicht genau, was reinkommt. Deswegen nehme ich jetzt hier die Kingston KC3000. Die ist zwar sauschnell, hat auch PCI Express 4.0, ich glaube aber nicht, dass sie die nehmen. Ansonsten sind wir preislich eben auf der sicheren Seite. Dass 1 TB SSD-Speicher und 1 TB HDD-Speicher in einem 3500-Euro-System nichts zu suchen haben, ich denke, da sind wir uns alle einig. Ansonsten kann ich hier jetzt leider keine weiteren Angaben machen, weil wir halt eben nicht genau wissen, was da reinkommt. Und somit kostet die M.2 SSD 69,90 € bei officepartner.de. Und hier haben wir eine Western Digital WD Blue 1 TB. Und die kostet 34,15 € bei Mindfactory. Hier haben wir auch direkt das Motherboard. Das ist ein Asus Prime Z790-P Wi-Fi. Das hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kommt die SSD rein. Hier unten können noch 2 weitere SSDs verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte hin. Und die 3 Slots könntet ihr noch zum Erweitern nehmen, wie zum Beispiel USB-Erweiterungskarte oder Capture-Karte oder so. Den hier werdet ihr nicht benutzen können, weil halt einfach der Kühler der Grafikkarte das überdeckt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, Mikrofon, Kopfhörer, Line-In, USB 3.1, USB Typ C ist mit am Start, 2x USB 3.0, 4x USB 2.0, Netzwerkanschluss, PS2-Anschluss werdet ihr nicht benutzen und Onboard-Grafik könnt ihr ja auch nicht benutzen, wenn es der KF-Prozessor wird. Ihr sollt das Bild sowieso über die Grafikkarte ziehen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Es ist okay, das Board. Ist keine RAM-Schware. Ihr könnt damit sogar übertakten, wenn ihr das möchtet. Aber es gibt durchaus bessere, gerade bei einem 3500-Euro-PC. Und das kostet 256,57 € bei ProShop.de. Und jetzt kommt der Knaller. Kühlung Arctic Freezer i35A-RGB. Dieser Kühler wird von uns gerne empfohlen, wenn wir sagen, ein 13.400er oder 12.400er. Ein 12.700er ist damit schon ein bisschen schwieriger zu kühlen, aber ein 13.900 KF, den ihr potenziell noch übertakten könntet, der selbst zu warm wird mit einer 360er Wasserkühlung, da könnt ihr euch sämtliche Tests angucken, schaut euch das von Kreativecke und so an oder vielleicht hat Benz Hardware einen TikTok drüber gemacht, der ist sowieso schon schwer zu kühlen und dann so einen Luftkühler zu nehmen, nein. Das Ding ist, diesen Fehler machen viele. Also der Luftkühler ist okay, aber nicht für diesen Prozessor. Und man sieht es auch unter anderem bei Medion. Und wisst ihr, was die dann machen? Die beschneiden dann den Prozessor künstlich im BIOS. Die sagen dann so, deine Leistungsgrenze sind 125 Watt, damit kommt der Kühler auch gerade noch klar, aber du darfst ihn nicht mehr genehmigen. Das Problem dabei ist einfach nur, ihr kauft euch keinen 13.900K, den ihr nicht voll ausschöpfen könnt. Also ich weiß nicht, wer den da ins Hirn geschissen hat mit diesem Luftkühler, ne? Aber nee, das macht man nicht. Also selbst eine 240er Wasserkühlung hätte ich jetzt in der Luft zerfetzt, aber der funktioniert einfach nicht. Wie gesagt, für kleinere Prozessoren von mir aus, aber nicht für den 13.9er. Und der kostet 34,90 € bei CaseKing.de. Dann bekommen wir auch noch eine Maus dabei, eine Cherry Maus MC9620 FPS Gaming Black. Das ist einfach die hier. Naja, wenn sie euch gefällt. Ihr werdet wahrscheinlich sowieso eine eigene Maus euch irgendwie holen, weil auf der, ich glaube nicht, dass man da so toll mit zocken kann. Aber sie ist halt dabei, müssen wir berechnen. Und die kostet 42,99 € bei computeruniverse.net. Die Grafikkarte ist eine Nvidia GeForce RTX 4070 Ti. Da wir nicht genau wissen, was hier reinwandert, nehmen wir jetzt die von KFA2, ist eine der günstigsten gerade am Markt. Die 4070 Ti ist für WQAD und auch 4K-Gaming geeignet, kommt immer so ein bisschen aufs Spiel an. Man weiß unter anderem, dass der Speicher da sehr begrenzt mit ihren 12 GB, wenn jetzt langes Thema war Hogwarts Legacy. Das hat sich dann schon 10,5 GB reingeschaufelt, unter 4K war gar nicht mehr dran zu denken. Aber ansonsten ist das wirklich eine Top-Karte. Haben wir selber auch im Haushalt, macht alle Gaming-Spiele locker mit. Wir zocken hauptsächlich in WQAD und nicht 4K und dafür ist die top. Gehört aber auch nicht in ein 3500-Euro-System rein, muss ich euch aber wahrscheinlich nicht erzählen. Und die kostet 879 € bei notebooksbilliger.de. Energiequelle, ist auch sehr interessant ausgedrückt, ATX-Netzteil 80 Plus Gold, 24/7 Dauerbetrieb geeignet, okay.
Energieeffizienz ist halt ein Goldnetzteil mit 850 Watt. Wir sind jetzt mal so nett, nehmen ein aktuelles Netzteil mit RTX 3.0, 850 Watt, be quiet. Ich weiß nicht, was genau reinwandert, deswegen nehmen wir jetzt das. Rein leistungstechnisch gut gewählt, kann man machen. Kein Problem, Gold zertifiziert, klar, Platin muss es nicht sein, das ist schon okay. Und das kostet 128,90 € bei computeruniverse.net. Ansonsten sind hier nur noch die Anschlüsse vom Mainboard, da sind wir ja eben drauf eingegangen. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, die Maus, den CPU-Kühler, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2582,78 €, das System soll kosten, 3549 €. Also knapp 1000 € drüber fürs Zusammenbauen. Wenn man das jetzt so möchte. Wir wissen, dass andere Hersteller es teilweise hinkriegen, sogar untergeizert zu sein oder genau gleich, weil da sind ja noch Margen. Die kaufen ja jetzt nicht das Mainboard für den Kaufpreis von 250 €, wie es der Endkunde macht, sondern sage ich mal für 220 oder so, wenn die größere Mengen abnehmen, sogar noch weniger. Also das kann man komplett vergessen. Und ich habe jetzt spaßeshalber, ohne mir das System genauer anzugucken, ich habe bei Dubaro mal geschaut, 3.500 habe ich einfach mal reingeprügelt, der ist also somit noch 50 € günstiger, da kriegt ihr eine 4090 und 13.900 kF. Ich will darauf gar nicht weiter eingehen. Aber dann wisst ihr schon mal, wo wir liegen. 4070 Ti gegen 4090. Auch mit dem gleichen Prozessor. Und hier sind es 2 TB SSD-Speicher. Wie gesagt, genauer habe ich mir das Thema hier gar nicht angeguckt. Aber ihr seht jetzt schon, preis-leistungstechnisch könnt ihr auf jeden Fall diesen Terra-PC komplett vergessen. Da sind ein paar nette Sachen drin. Keine Frage. Der Prozessor ist eine geile Sache. Das Netzteil ist okay. Der Arbeitsspeicher war überhaupt nicht okay, SSD-Speicher auch nicht. Ich weiß auch nicht, was die immer mit ihrem Speicher haben. Das ist einer der kleinsten Kostenfaktoren, die du in so einem System hast. Deswegen, ich verstehe es nicht. Aber das Gehäuse ist halt noch eine nette Sache gewesen und lasst es einfach sein. Wie gesagt, das war auch kein Vorschlag jetzt aus der Community, das war einer von meinen Mods. Gut, die gehören natürlich mit zur Community, aber der hat gesagt, den musst du bringen, dass die Leute gewarnt werden. Ja, das habe ich jetzt hiermit gemacht. Gut, das wäre es dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen, lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.